Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem Cyberlink PowerDirector in der Version 15. In diesem Teil geht es darum, dass ich euch zeigen werde, wie ihr am einfachsten eure Videoclips auf der Zeitachse manuell schneidet. Im letzten Teil ging es hier darum, dass die Magic Tools das übernehmen für uns. Ich bin der Meinung, ein guter Videoschnitt kann nur manuell erfolgen. Und hier hat der Cyberlink PowerDirector einige Möglichkeiten, bietet er an, und jeder muss für sich entscheiden, mit welcher Möglichkeit er am besten und schnellsten zurechtkommt. Wir importieren uns erstmal wieder ein paar Videoclips rein. Das sind wieder Videoclips, die ich gemacht habe in den Weinbergen in Rheinland-Pfalz mit einer Sony RX 10 M3. So, wir ziehen uns einen Videoclip in die Zeitachse. Der Videoclip ist blau markiert, was man hier auch an dem Clip-Symbol sieht. Und als erstes fällt uns die Schere auf. Wenn man mit der Maus immer drüber fährt, ein Momentchen wartet, dann wird auch erklärt, welche Funktion sich dahinter verbirgt. Es geht um das Zuschneiden, erkennt man hier oben. Und hier habe ich zwei Registerkarten, einfach zuschneiden, mehrfach zuschneiden. Im ersten Schritt gucken wir uns mal einfach zuschneiden an. Wir sehen hier den kompletten Videoclip. Wir sehen hier die Dauer des Videoclips. Und wir sehen momentan Position ein und Position aus. Diese zwei Zeitangaben beziehen sich auf diese zwei gelben Markierungen. Hier am Ende und hier am Anfang. Dann habe ich hier den klassischen Abspielbutton. Ich kann das hier abspielen, das Video. Und an dieser Stelle möchte ich gerne, dass der Clip anfängt. Damit sich das Programm diese Stelle merkt, klicke ich hier auf Anfangsmarkierung. In dem Moment springt dieser gelbe Zeiger hier genau hin. Ich lasse den Clip wieder über die Play-Taste abspielen und möchte jetzt so lange warten, bis ich zum Ende des Clips komme. Okay, an dieser Stelle soll der Clip erstmal enden. Ich gehe hier auf Endmarkierung und jetzt wird dieser Clip ist zugeschnitten auf genau diese Länge. Damit ich es hier nochmal im Detail sehe, dauert 12 Sekunden und 44. Dann haben wir die Position, wo der Clip anfängt und die Position, wo er aufhört. Mit der Play-Taste ist das natürlich manchmal ein bisschen grob. Und ich bräuchte wirklich Clip für Clip, damit ich das hier nochmal anpassen kann. Genauso kann ich natürlich bei Position aus das auch hier Bild für Bild nochmal verfeinern. So, jetzt bin ich eigentlich zufrieden damit, möchte mir das aber in einer Vorschau nochmal anschauen. Dann gibt es hier unten die zwei Buttons, Original und Ausgabe. Jetzt gehe ich auf Ausgabe und drücke auf Play. Und dann wird mir genau nur das Markierte angezeigt, was ich auch tatsächlich zuschneiden möchte. Jetzt stelle ich fest, oh, das reicht schon. So viel wollte ich gar nicht, weil der Falter ist weggeflogen. Entweder passe ich das jetzt hier manuell an oder ich klicke wieder hier drauf und dann klippt das automatisch zu dem neuen Positionsende hin. Wenn ich dann zufrieden bin, dann gehe ich hier auf OK und der Clip ist in meiner Zeitachse automatisch zugeschnitten. Wenn ihr jetzt einen Clip habt, der etwas länger ist, ihr habt mit der Kamera einfach mal drauf gehalten und ihr wisst, da sind in den 2-3 Minuten Gesamtdauer sind da so 2-3 Szenen drin, die richtig gut waren. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch wieder, ihr markiert das hier, dass es blau angezeigt wird, geht auf das Scheren-Symbol und dann öffnet sich wieder das Fenster. Und dann habt ihr hier die Registerkarte mehrfach zuschneiden. Und da seht ihr auch schon hier den Unterschied, dass sich das etwas anders aufbaut. Diese Zeitachse hat momentan eine Skalierung von 5 Sekunden. Das kann man hier über die Lupe entsprechend verändern. Eine Sekunde, 5 Einzelbilder, ein Einzelbild. Aber dann merkt ihr hier schon, da könnt ihr relativ weit nach rechts dann scrollen, um da das Ende zu sehen. Mit der Minuslupe könnt ihr letztendlich wieder genau auf die 5 Sekunden kommen. Dann seht ihr hier den Anfang wieder, diese gelbe Markierung, und hier seht ihr das Ende. So, ihr habt jetzt diesen Videoclip und wollt gleich den Anfang haben, dann
sieht das zwar hier so aus, als wäre das schon als Anfangsmarkierung markiert, ihr müsst es aber tatsächlich zum Start einmal anklicken. Jetzt könnt ihr es ganz normal wieder auf Abspielen gehen. An der Stelle soll es anhalten, ihr geht auf Endmarkierung. So. Jetzt könnt ihr hier einfach den Zeiger nehmen und geht zur nächsten Szene, die euch interessiert. Macht wieder die Anfangsmarkierung, könnt das jetzt wieder auf Abspielen gehen. In dem Fall stellt ihr fest, es ist ja unscharf, das macht hier also keinen Sinn, dass ich hier anfange, weil ich habe ja eigentlich nur unscharfes Material gehabt. Ich berichtige das, klicke wieder hier drauf, gehe jetzt wieder auf Abspielen, schaue mir das Video an. Gehe wieder auf die Pause-Taste, drücke hier auf Endmarkierung. Jetzt habe ich das zweite Segment angelegt. Das seht ihr hier oben rechts. So, und jetzt wisst ihr, in diesem Videoclip ist noch eine Szene, die ihr gut findet. Ihr geht hier auf die Vorschau. Okay, sagt hier wieder Anfangsmarkierung, Play-Taste. Drückt wieder die Pausentaste, habt die Endmarkierung gewählt. Und in dem Moment ist wieder ein neues Segment gebildet worden. Jetzt wollt ihr euch eure drei Segmente nochmal zur Kontrolle anschauen. Da müsst ihr hier auf Ausgabe klicken. Das ist jetzt der Vorschau-Modus aktiviert. Geht auf Wiedergabe und jetzt werden nur diese drei markierten Segmente auch tatsächlich abgespielt. Der Cursor springt dann jetzt gleich hier rüber. Okay, jetzt seht ihr hier diese drei Segmente, ihr seid zufrieden damit, ihr klickt auf OK und automatisch wird das jetzt zugeschnitten. Ihr wollt euch jetzt mal den ganzen Film anschauen, wollt mal sehen, ob das alles so passt, dann achtet hier drauf, dass ihr auf Film markiert, damit hier nichts markiert ist, geht auf Play und das ist natürlich über harte Schnitte und keine Übergangseffekte getrennt. Aber so habt ihr eine einfache und effektive Möglichkeit, längere Videoclips relativ einfach zuzuschneiden und könnt die dann so in eurer Zeitachse weiter bearbeiten. So, eine weitere Besonderheit in diesem Mehrfachzuschneiden ist, gehen wir mal wieder zurück, wir haben das markiert, gehen wieder auf das Scheren-Symbol und jetzt habt ihr dieses Symbol hier. Zuschneideergebnisse umkehren. Wer öfters mit Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen arbeitet, kennt das vielleicht unter dem Begriff Auswahl umkehren. Ich schneide nochmal schnell drei Segmente zu, damit man die Bedeutung sieht. Ich persönlich mache das nicht so, ich sehe da nicht so richtig den Nutzen drin, aber vielleicht erkennt ihr für euch da eine Arbeitserleichterung. So, jetzt habt ihr wieder drei Segmente hier ausgewählt. Und wenn ich jetzt auf Zuschneideergebnisse umkehren gehe, dann werden genau diese Zwischenräume markiert und werden dem Segment hier hinzugefügt. So, sind quasi also die ursprünglich nicht ausgewählten Segmente, sind jetzt als Segment markiert worden. Auch hier kann ich wieder über die Ausgabe gehen und könnte mir das hier als Vorschau anschauen. Dann werden mir nur die markierten Segmente angeschaut. Ich gehe wieder auf OK und habe jetzt die anderen Segmente hier auf die Zeitachse importiert. Eine nächste Möglichkeit, um Videosequenzen auf der Zeitachse zuzuschneiden, ist, man markiert es. Man sieht dieses Handsymbol, geht hier ans Ende und dann kommt ein Links- und Rechts-Pfeil. Linke Maustaste gedrückt halten und ich kann hier es ganz einfach manuell verschieben. Das ist auch eine sehr einfache Möglichkeit, allerdings klar, ich kriege hier unten angezeigt Startzeit, Endzeit, Dauer. Allerdings, wie das immer so mit einer Maus ist, ist das natürlich sehr ungenau. Und wenn ich Frame für Frame schneiden möchte, dann wird das hier nicht funktionieren. Aber um mal einen ersten Überblick zu bekommen oder einfach mal auszuprobieren, wie wirkt das denn, weil ich sehe ja oben in meiner Vorschau,
was ich gerade hier schneide und wie ich es verändere. Und von daher kann man damit sich, glaube ich, einen guten Überblick verschaffen. Eine ganz andere Möglichkeit, die Videoclips zu schneiden, gerade wenn man etwas längere Videoclips hat. Ich kann natürlich hier in den Vorschau-Modus gehen und lasse das hier einfach mal abspielen. Und in dem Moment, wo ich sage, das gefällt mir, drücke ich die Pausentaste und gehe jetzt auf dieses Symbol ausgewählten Clip teilen. So, jetzt spiele ich das erstmal weiter ab. Guck mal, was passiert. Kann natürlich hier auch über die Vorschaugeschwindigkeit das anpassen. Okay, an dieser Stelle soll es sein. Ich gehe wieder auf ausgewählten Clip teilen. Und jetzt habe ich den Clip in drei Teile geteilt. Und dieser Teil war ja aufgrund des schlechten Videomaterials, weil alles verschwommen war, nicht zu gebrauchen. Jetzt kann ich hier auf die rechte Maustaste entfernen gehen. Und jetzt bietet mir das Programm drei Möglichkeiten an. Entfernen und Lücke lassen. Dann passiert Folgendes. Dann habe ich hier tatsächlich eine Lücke. Könnte jetzt den Clip hier ganz natürlich ranschieben. Oder entfernen und Lücke füllen. Dann wird automatisch hier dieser Clip rangezogen und dieser Mittelteil, der mich ja gestört hat, ist automatisch entfernt. Ist auch eine gute Möglichkeit, letztendlich seine Videoclips auf der Zeitachse manuell zu schneiden. Was ihr aber davon wie anwendet, das solltet ihr am besten für euch ausprobieren. Wichtig ist, dass ihr damit gut zurechtkommt und dass ihr immer den Überblick auf euren kompletten Audio- und Videospuren behaltet und euch für eine Möglichkeit entscheidet und damit die Routine aufbaut, die für den Videoschnitt notwendig ist. So, das war's schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen und Kritik habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann die nächste Woche wieder mit Teil 7 und da geht es, wie erstelle ich eine Bauchbinde und wie arbeite ich mit Titeln. Ich freue mich drauf, bis denne, tschüss!